Ich hätte gerne einen Steinsalat. Wow, probier's mal in einem anderen Turnier. Dein Name so mad, auf dein Rap mehr so meh. Warum flowst du denn noch so? Ha, wann hast du's kapiert? Never change a system, das vom Start nicht funktioniert. Ja, du hörst deine Demo und denkst, wie scheiße ist das? Ha, da ist ja nur jede zweite Zeile zu lang. Mach ich gleich noch einmal, ey du kleines Opfer. Digga, dein Text ist schon unangenehm, doch dein Rap poppt. Ey, weißt du, wovon du da sprichst? Ein Satanistengelaber, komplett albern, wenn man weiß, dass du die Opfergabe bist. Wirf die Ziegen ins Feuer, wer inszeniert deine Teufel mit deinem Edgy-Anime, an dem es brennt und Charaktere ihre Leben lassen? Wieso die wack gepitchten Spuren? Du hast eine schlechte Kanze und denkst dir, da kannst du locker mehr draus machen. Duplizierter Dreck, du beweist deinem Satan in drei Tonlagen konsequent, dass du echt unterirdisch Rap check. Nochmal mit ein wenig mehr Blut. Der Ziegenmann wird vom Turnier verbannt. Wenn eine Spur von dir bleibt, dann ein Urheberstrike. Ziegenmann, dein Image ist zum Heulen. Wir sind wie Lil Nas X, denn wir killen hier den Teufel. Hier schließt sich das Pentagramm, aber wir schenken Satan nur ein schlechtes Wirm. Meine Ziegenmann, klar glaub ich dir, dass dein Hobby töten ist. Ein Anime als Video zeigt uns, du bist hier der Bösewicht. Hier schließt sich das Pentagramm, aber wir schenken Satan nur ein schlechtes Wirm. Der Satan, ja, aber da steckt ne Story hinter. Du hast Gott was vorgerappt, drum warfst du dich dann aus dem Himmel. Hölle ist auch nur schlimm, denn du fließt als Salzfoltermittel. Und seitdem ich das erfahren hab, lebst selbst ich jetzt nach der Bibel. Das glaubt dir niemand, was für Quatsch. Alter, man schau, dein tolles Image ist doch peinlicher als Marshall auf dem Discord. Du machst auf bösen Teufel, doch wirkst dabei wie ein Trottel. Digga, deine Texte klingen immer wie KIZ für Fortschrankinder. Was ist Ziegenmann denn für eine traurige Gestalt? Ein Mensch als Ziege, scheinbar hat's für dein Zentauren nicht gereicht. Und wenn die Ziegenhälfte nur an Satans Opfergabe denkt, ist es logisch, dass der Mensch dadurch dann gottlos Kacke rappt. Aber du vereinst aus beiden Hälften gern das Schlechte hier. Der Teufel wird echt dämlich gucken, wenn er aufersteht im LBS-Turnier. Bitte rapp doch keine Quatsch über deine Tötungssequenzen. Der Ziegenmann kriegt locker Angst, denkt er an Furry Conventions. Ziegenmann, dein Image ist zum Heulen. Wir sind wie Lil Nas X, denn wir killen hier den Teufel. Hier schließt sich das Pentagramm, aber wir schenken Satan nur ein schlechtes Wirm. Meine Ziegenmann, klar glaub ich dir, dass dein Hobby töten ist ein Einzelner.